Willkommen zurück zu Let's Play Pikmin 3, Tag 31. Wir haben nur noch die Eisöde vor uns, gegebenenfalls noch die ein oder andere Datei, die uns aber nicht so sehr interessiert, wie die Früchte. Wir werden also die Eisöde jetzt noch ansteuern, Eisöde der Verwirrung. Weitere 6 Früchte liegen dort noch rum, die holen wir uns. Und auch hier werden wir wieder mit dem Gamepad agieren, sprich den ein oder anderen hin und her schicken und noch sämtliche Früchte einsammeln. Wobei das vielleicht nicht so gut ist, wenn hier jetzt noch ganz viele Gegner unterwegs sind. Da muss ich gleich mal gucken, bevor wir dann irgendwo unsere Pikmin mit hinschubsen. Also wir haben hier vorne im Wasser noch eine Frucht, da vorne ist auch eine Wand. Das heißt, wir brauchen sehr viele blaue Pikmin. Da sind noch irgendwelche Viecher, die ich nicht kenne. Was die hier machen, weiß ich nicht. Okay, das holen wir uns gleich. Dann gibt es dort drüben noch eine Frucht. Da kommen wir auch nur mit Wasserpikmin durch, sind wir bisher noch nicht lang gegangen. Aber es wäre auch eine Abkürzung für viele andere. Heißt, wir nehmen hauptsächlich erstmal Wasserpikmin mit. Dann gibt es hier noch eine Frucht direkt bei der Tüte. Die haben wir bisher nicht geholt, warum auch immer. Hier unten ist noch eine weitere Höhle. Die führt dann hier drüben hin. Und dann hier oben hoch. Achso, das war für die große Motte, ich verstehe. Okay, und dann gibt es hier noch eine Frucht. Aber da müssen wir wahrscheinlich wieder kämpfen. Denn das ist noch hinter diesen Viechern hier. Da müssen wir dafür das da hochheben und dann die Frucht holen. Okay, heißt, wir brauchen hauptsächlich die Wasserpikmin, auch um hierher nochmal zu kommen. Wie auch immer ich hierher gekommen bin. Hier war ich mal und da habe ich mich nicht weiter getraut. Genau, da hatten wir hier schon mal Leute hochgeworfen. An dieser Klippe, die ihr hier vorne seht. Verdammt. Okay, gut. Kümmern wir uns um Wasser- und Flugpikmin. Dann haben wir das Gröbste schon mal zusammen. Dankeschön. Mehr brauche ich aktuell nicht. Zur Not können auch die Flugpikmin sich noch um das ein oder andere kümmern. Das Kämpfen gegen Elektroviecher lassen wir einfach mal sein. Und gegen Feuerviecher auch. Bloß erstmal, dass wir hier lang kommen. Ach, verdammt. Ich komme nicht drum herum. Ich brauche ein paar Elektroviecher. Nehmen wir mal 15. So, 30 reichen. Ja, da seid ihr alle wieder. Schön, euch zu sehen. Auf den Hund. Guti, den sind wir los. Da oben wusste ich noch nicht, wie ich hochkomme. Das Vieh müssen wir erstmal fertig machen. Das heißt, wir stellen uns hier an die Seite. Nehmen unsere Wasserpikmin. Und machen dich erstmal fertig. Geschafft. Treffer. Mit einem Schlag versenkt. So, jetzt bist du dran, mein Freund. Nein, hier wird nicht gefressen. Sehr schön, immerhin. Dafür brauchen wir die geflügelten Pikmin. Und hier muss ich die Viecher auch noch loswerden. Frisst der einen nach dem anderen. Geht ja gar nicht. Die blauen Pikmin könnten die Wand schon mal einreißen. Guti, dann brauchen wir die Flügelpikmin. Und am besten noch einen weiteren Begleiter, der dann dahinter laufen kann. So ist gut.
Okay, kommt. Was haben wir hier? Ach, hier sind wir hinten. Ich verstehe. Aber hier gibt es nichts weiter. Außer die Möglichkeit, aus dem Wasser rauszugelangen. Oh, verdammt! Okay, ja, du wirst garantiert irgendwas haben. Das auch noch. Wieder so ein haariges Vieh. Dafür brauche ich eigentlich eher gelbe Pikmin. Die Frage ist, wie kommen wir da jetzt hin, ohne dass es großartig Ärger gibt. Da oben liegt noch was. Das holt ihr euch jetzt. Gut, geht nicht. Warte. Sehr schön, dann kommt das schon mal mit. Wieder eine weitere Zitrone in unserem Repertoire. Das ist, glaube ich, jetzt auch die erste Frucht, ne? Ja, wir haben sehr viel zu tun. Okay, ihr kommt mal bitte alle mit. Ich brauche euch nicht mehr. Schade, dass ihr das nicht aufhängen könnt. Dass das immer so lange braucht. Genau, nehmt mal alles mit. Ich gucke mich dabei mal um, wo müssen wir noch hin? Also klar ist auf jeden Fall, dass wir jetzt zu diesem komischen langbeinigen Vieh müssen, das schon auf uns wartet und sogar im Wasser agiert. Heißt, ich brauche eigentlich eher die Wasserpikmin hierfür. Da werden wir nur mit Wasserpikmin kämpfen müssen. Oh, und Flugpikmin, das wäre auch nicht verkehrt. Dann haben wir hier vorne noch was. Das ist auch noch im Wasser und auch bei einem Elektrohund. Heißt, wir brauchen wieder die Elektropikmin. Kommt alle mit. Erstmal zum Elektrohund. Da ist er. Macht ihn fertig. Wunderbar. Ihr seid zwar nicht die stärksten Pikmin, habt aber definitiv einen Bums drauf. Das ist schon mal gut. So, und dann müssen wir hier hoch. Nein, doch nicht so einer. Da kriege ich doch schon wieder das Kotzen. Ja gut, selber schuld, aber der schmeißt glücklicherweise nur mit Schneebällen. Das geht immer noch. Mit Panzer. Jetzt bin ich erwischt worden. Aber solange es nur Schneebälle sind, bin ich damit einverstanden. Das ist völlig okay. So, auf ihn mit Gebrüll. Macht ihn fertig. Gibt's doch nicht. Kriegen die nicht tot. Also, geht doch. Na, ihr könnt jetzt nicht so viel machen. Sind mir gerade Pikmin im Wasser gestorben oder warum sind die tot? Wir gehen schon mal rüber. Dann brauchen wir einen weiteren, der hier irgendwie hoch muss. Die Frage ist wie? Wie kommen wir dort oben hoch? Da ist noch eine Frucht. Okay, versuch du mal, hier hochzukommen. Geht nicht. Können wir außen rum? Nein, das geht auch nicht. Es muss eine Möglichkeit geben. Kommt mal alle mit. Hier auch. Wie auch immer ihr da gelandet seid. Brittany, ich kann dich nicht hochwerfen, oder? Nee, das ist zu hoch. Es muss eine Möglichkeit geben, hier irgendwie hochzukommen. Sieht fast so aus, als wenn man hier hoch kann. Aber auch unsere Pikmin finden keinen Weg, nee. Wow, was ist hier los?
Ganz ruhig, Freundchen. So, jetzt haben wir ihn. Auch ohne Probleme. Gut, Feuerschweinchen ist weg. Vielleicht können wir da hinten irgendwie hoch. Ich laufe mal außen rum. Wir haben im Prinzip sehr viele Gegner, die wir jetzt wieder erneut besiegen müssen. Deswegen wir nicht ganz so schnell vorankommen wie vorher. Gut, dann können wir hier hoch. Unsere Pikmin rüberwerfen. Und vielleicht hinten rum. Aber da müssten wir eigentlich hier runter. Aber ich kann hier nicht einfach so runter. Alf, geh du mal dorthin. Oh, war ja. Versucht ihn irgendwie fertig zu machen. Lasst euch das nicht gefallen, liebe Pikmin. So ist gut. Kommt alle her. Und wenn ich alle sage, meine ich auch alle. Gut, die restlichen wissen nicht wie. Ist auch nicht schlimm. Hauptsache, wir kriegen das Vieh hier noch weg. Gudi. Das wäre auch geschafft. Jetzt muss Charlie mitkommen. Wir müssen einmal komplett rüberspringen auf die andere Seite, um die eine Frucht zu holen. Und tschüss. Okay, und das mit allen Pikmin bitte. Wird eine Weile dauern. Okay. Warum sind die Flugpikmin wieder weg? Die hatten Angst vor dem Hund. Aber die Angst hatte ich auch. Okay, einer ist tot. Den anderen machen wir noch. So schön. Und was ist das hier? Ach, damit machen wir eine Brücke. Ich wusste, das hat irgendwas zu bedeuten. Beeilung. Ja, schön. Okay, damit kommen wir wenigstens hoch und runter. Dann nehmen wir jetzt die restlichen Leute. Sammeln alle Pikmin wieder ein. Die hier noch irgendwo rumliegen. Hallo. Das Pikmin will nicht. Okay, 43 Pikmin sind gegebenenfalls verloren, wenn wir sie nicht pünktlich einsammeln. Jetzt sind es nur noch 8 und die 8 tragen wahrscheinlich gerade den Rest weg. Die haben es schon weggetragen, also liegen noch irgendwo Pikmin rum. Eins ist noch hier oben. Aber das will sich auch nicht davon abbringen lassen, das zu holen. Doch, dann hast du Pech gehabt. Ich habe es versucht, dich zu retten. Ihr tragt es außenrum. Außenrum ist schlecht. Ganz schlechte Idee. Kommt bitte alle mit. Wo soll denn hier noch ein blaues Pikmin sein? Hier. Gut, ich glaube, da müssten wir soweit alle haben. Wobei, ein Flügel-Pikmin ist noch oben. Wir können hier durch.
Dann könnten wir das andere Flügel-Pikmin vielleicht retten. Wenn wir mit denen einfach mal versuchen. Na, jetzt komme ich da nicht mehr ran. Das ist doch zum Heulen. Euch kann ich noch mitnehmen. Dann fehlen noch zwei. Ja, das eine strengt sich gerade hier vorne an, aber da komme ich nicht mehr ran. Na gut, aber den groben Teil haben wir. Und wir haben, glaube ich, zwei Früchte. Ist jetzt nicht die Welt. Da vorne liegt noch eine Frucht. Die muss ich noch machen. Oh Gott. Ah, aber besser als nichts. Besser als nichts. Und dann müssen wir auch noch die Riesenspinne besiegen. Das heißt, wir können uns jetzt erstmal diese Frucht holen. Anschließend die Riesenspinne. Wofür wir nur Wasserpikmin benötigen. Und was gar nicht so einfach wird. Ja, ein Wasserpikmin, ein Flugpikmin, beide müssen dran glauben. Und die schwarzen Käfer mit den dicken Lippen, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, die haben wir bisher noch gar nicht bekämpft, noch nie bekämpft. Wir hatten immer nur braune Punktkäfer und die Punktkäfer mit Rot sowie die weißen mit braunen Flecken, glaube ich, oder grauen Flecken oder irgendwie so. Die heutige Ausbeute an Früchten beträgt 2. Genau, einmal den Gelbsaurier. Damit ist der dann auch vollständig. Und den nächsten Zitrusklumpen, auch der ist dann durch. Uns fehlt immer noch eine Kaki. Eine neue Frucht, die wir bisher noch nicht hatten. Und guck gerade mal durch, eine Pomelo. Oh ja, das dicke Ding, das wird wahrscheinlich die Spinne haben. Wundern wird es mich nicht. Und eine Sache fehlt uns noch. Wir brauchen, glaube ich, noch 4 Früchte. Ah, eine Sternfrucht fehlt auch noch. Gott, oh Gott. Okay, aber dann haben wir sie alle. Gotta catch 'em all. Tag 31 ist durch. Und ja, die Populationen sind jetzt nicht unbedingt gewachsen. Im Gegenteil, wir haben sogar noch ein paar Pikmin zusätzlich verloren. Aber das ist nicht schlimm. Bei all dem, was wir hier machen, ist das völlig vertretbar. Seit wir auf diesem Planeten mit der Suche nach Nahrungsquellen begannen, sind bereits 31 Tage vergangen. Wir konnten 62 Früchte einsammeln, das ist eine Wertung von 2 Früchten pro Tag, das ist gut, und haben etliche Samenkörner gelagert. Damit werden wir so vielen auf Koppai das Leben retten. Es beruhigt zu wissen, dass auch Alf und der Captain ihr Bestes tun und so viele Früchte sammeln wie möglich. Guti, der Speichervorgang wird abgeschlossen und wir gehen im nächsten Part wieder in die Eisöde der Verwirrung, um die nächsten Früchte zu holen. 4 Stück fehlen uns noch. Viel Erfolg, bis gleich.